Willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 8. Wir haben eben gerade die Roboterspinne geklappt und sind jetzt weiter auf der zum Strand. 5 Minuten haben wir noch. Aber die Zeit sollte locker reichen, würde ich sagen. Wenn nicht so viele Gegner kommen würde. Auch wenn es der erste ist in dem Sinne. Na komm, gib auf. Ich laufe um mein Leben läuft um mich. Ach ja, ich sollte auch mal die Rehen koppeln. Hat er wirklich Blitzrad gekoppelt? Oder hat er doch Feuer? Ach, speichern kann ich schaden. Los, Tempo. Wir fahren übers Meer und fahren weiter. Cypher. Wie war's? Sie haben mich nur behindert. Es ist nicht leicht, ein Truppenführer zu sein. Ordnung? Ach, verpisst euch. Zumindest sagt das seine Gestik. Gute Arbeit. Wo ist Cypher? Da hinten. Los, zum Garten, solange es noch hell ist. Nutzt eure freie Zeit. Dann war's das. Dann für heute. Okay. Rum. Schon wieder. Dieser Arsch. Er denkt nur an sich. Es hilft nichts. Lass uns zu Fuß gehen. Ist er nicht weit? Denke ich. Ich weiß ja nicht, wie viel km/h die laufen. Erstmal hier rein. Bin zu Haus. Das ist ja was Seltenes. Heute mit Freunden. Das ist meine Wohnung. Fühlt euch aber nicht wie zu Hause. Okay. Jetzt wieder raus. Dann einmal nach draußen speichern. Wieder rein. Und Karten spielen. Jo, dann nehme ich mal Kirstis, Ifrit, Mogelkit, Elneure und Morbel. Und du nimmst Sal. Finde ich gut. Das ist der Grund, warum ich gegen sie spiele. Aha, aha. Kurz nachdenken. Irgendwas Dummes tun. Na komm. Wenn ich dich da hinsetze, hab ich gewonnen. Danke. Mehr wollte ich nicht. Ach ja. Items erstmal ordnen. Waffen jetzt. Diesmal stellen wir die Basiswaffe vor. Die Gunblade ist eine neuartige Waffe. Das Basismodell ist der Revolver. Nicht sehr wirkungsvoll, aber zuverlässig. Es gibt viele Menschen, die ihre Fäuste als Waffen einsetzen, aber eine blanke Faust richtet nur begrenzten Schaden an. Sein Metallknöchel verstärkt die Wirkung und ist weit verbreitet. Nunchakus können von Menschen benutzt werden, die weniger kräftig gebaut sind. Die Pflege sind eine verhältnismäßig leicht zu bedienende Waffe, generiert für Anfänger oder Gegner. Peitschen können auch gegen Feinde gerichtet werden, die weit entfernt sind.
Die Kettenpeitsche ist eine relativ einfache gebaute Waffe, doch sehr wirkungsvoll. Ich will zurück. Aha, wir haben ja Oreal. Kommt da. Körper plus 40. Nee. Hyper-Vibor. Du bist eines giftigen Monsters. Hätte ich jetzt nicht gedacht. You don't say. Irgendwie sieht das aus wie eine kugelsichere Weste. Dann läuft der seltsam. Okay. Endlich daheim. Echt wahr. Jetzt heißt es, die Bewertung abwarten. Also dann, Mike. Bis später. Bis dann. Jo. See ya. Later. Whatever. Ich habe immer das Bedürfnis, bei den Melodien von Final Fantasy mitzusummen. Er ist ein guter Kartenspieler, aber ich möchte momentan keine besondere Karte. Wiederum. Also muss ich es spielen. Und das Kartenspielen. Das sehr viele kommen später bei mir noch. Mission erfüllt. Wo ein Grund zum Feiern. Die Anwärter sind alle wohl bald zurück, oder? Auf die Idee, dass die Galbardianer es auf die Antenne abgesehen hatten, ist niemand gekommen. Doch, ich. Aus Dolet ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galbardianer haben sich unter der Bedingung, dass die Antenne sendbereit bleibt, zurückgezogen. Wie auch immer, die Galbardianer haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Cola herausschlagen können. Wie war das Schlachtfeld? Angenehm. Die Kämpfe waren einfach. Das ist beruhigend. Passen Sie aber auf, dass Sie sich nicht übernehmen. Nun, Hauptsache niemand wurde verletzt. Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleibt in der Nähe. Du warst gar nicht mal so schlecht. Gell? Er ist mein ganzer Stolz. Wenn er bloß nicht so muffelig wäre. Emotionslos trifft es wohl eher, oder? Oder? Ich hab keine Ahnung. Hallo, Cypher. Hast du gehört? Die Sache mit deiner Antenne in Dolet? Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dolet jetzt ewig dankbar. Du hast doch an gar nichts gedacht. Du wolltest dich nur austoben. Du wirst es. Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Cypher, sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Ist es nicht die Aufgabe eines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Kommandant, dass ich nicht lache, du ewiger Seedanwärter. Ich hab das halt ihn getroffen. Heult er oder lacht er? Oder zittert er? Cypher, Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber Ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie zu simplen Söldnern werden. Zu Söldnern, die blind Befehle gehorchen, sollen Sie nicht werden. Denke ich zumindest. Direktor Sid, Sie sollten langsam zurück. Nun, wie soll ich sagen? Tschüss. Sid sollen Befehle befolgen und Aufträge erfüllen. Schließlich sind wir kein Wohltätigkeitsverein. Das Dolet-Fürstentum dürfte eines jetzt gelernt haben. Wer die Sids anheuern will, sollte mit Geld nicht sparen.
Die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer in Stufe 2. Stockwerk sammeln. Ich wiederhole, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer in 2. Stock sammeln. Okay. Aufwärts. Hey, wir sollen einzeln aufgerufen werden. Raichun sagt, Fujin sagt, wenn Cypher nicht zum Seht wird, ist es deine Schuld. Fujin ist mal unberechenbar, wenn sie wütend wird. Warum bin ich schuld? Wut. Warum bin ich schuld? Lieber Gott im Himmel, lass das Hirn regnen bei einigen Leuten im Schimmel. Hey. Willst du auch nicht mehr mit mir reden? Will niemand mehr mit mir reden? Fujin sagt, wenn Cypher ja. Hey. Ich will hier nicht ewig rumlaufen. Gut. Ja, du mir auch. Ah. Cell dünscht. Juhu. Yay. Bis dann, Leute. Michael von Betrop, hier rüber. Habe ich keinen Nachnamen? Und das waren alle, die heute bestanden haben. Weggetreten. Das sind aber vier. Das sind die vier, die die Seelenprüfung bestanden haben. Zunächst mal, Gratulation. Von nun an werden Sie als Seelenprüfungseinsätze auf der ganzen Welt wahrnehmen. Seet ist der Codename für die Söldner des Belamp-Gams. Die Seet sind Kampfspezialisten. Aber das ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist. Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung. Fassen Sie sich bitte kurz. Die Seet sind ein wertvolles Produkt dieses Garten. Ob der Warenwert steigt oder fällt, liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen und erfüllt die Aufträge. Was wollten Sie doch damit sagen, Herr Direktor? Die Seezeugnisse werden nun feierlich überreicht. Hat er einen gespaltenen Kopf? Ich freue mich schon auf das Schulfest. Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Ein bisschen Ruhe schadet nie. Sie sind der erste See mit einer Gunblade. Hiermit ist die Zeremonie beendet. Weggetreten. Okay. Ach ja, Michael, ich gebe Ihnen das hier. Das ist ein Kampfsäler. Gehen Sie im Menü ins Tutorial, dort können Sie sich Ihre Kampfstatistiken anschauen. Vielleicht wird es für Sie von Nutzen sein. Kampfzähler erhalten. Hey, nach 17 Jahren endlich die erhoffte Chance. Was ist, Michael? Seht. Hey, ja, Mike, zurück ins Klassenzimmer. Was wir tun sollen? Hast vergessen, was frisch gebackene Seeds machen? Sich bei den Kameraden bedanken, danach gibt's eine richtig fette Abschlussparty. Okay. Agilität 10 Punkte, Urteilsvermögen 0 Punkte, Angriffsstärke 30 Punkte, Seele 70 Punkte, Minuspunkte 70, Bonus 100 Punkte, Seelevel 6. Als Seed bekommen Sie regelmäßig einen Sold. Der Betrag richtet sich nach Ihrem Seed-Level. Der Seed-Level kann je nach Ihrer Handlungsweise im Kampf steigen.
Er kann aber auch je nach ihrer Handlungsweise fallen. Ah, gefunden! Dann. Hey, guck mal! Seht Uniform. Ist ja gut. Einmal speichern. Seht Uniform anziehen. Ja. Hey, steht hier super. Also auf zu Väter. Hey! Yo, Michael! Hey, wir sind jetzt beide Seeds. Tja, weiterhin alles Gute. Hey, du wirst dich wohl nie ändern. Das sieht dir ähnlich. Bis später. Hey, Sal. Hey, wie wär's mit einem Posten im Schulfestkomitee? Oh, mir fällt da gerade was Wichtiges ein. Bis dann. Buh. Hey, Michael. Willst du nicht das Schulfest mit organisieren? Nur ab und zu mal? Was ist? Hey, du da vorne! Stand da, glaube ich, zumindest. Du siehst am coolsten aus. Hey, magst du mit mir tanzen? Du bist wohl einer von denen, die nur tanzen, wenn ihnen ein Mädchen richtig gut gefällt? Du wirst mich mögen. Mich mögen. Immer noch nicht. Ich kann nicht tanzen. Wird zu schief gehen. Ich suche nämlich jemanden, aber alleine kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Das ist deine Meinung. Das geht auch alleine. Wer war das? Oh. Fuck. Du bist echt ein Genie. Volle Punktzahl fürs Tanzen. Danke für die Blumen. Willst du was von mir? Mit einem fremden Mädchen tanzt du, aber mit mir willst du nicht mal reden?
Nicht wirklich. Du bist hier die Ausbilderin und ich dein Schüler. Ja, wow. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.